In Rheinland-Pfalz setzt eine gesamte Verbandsgemeinde auf Sonnenenergie. In Birkenfeld entsteht zurzeit ein Solargroßprojekt. Sämtliche Dächer öffentlicher Gebäude wie Schulen, Kindergärten oder Gemeinschaftshäuser, wie hier in Rinzenberg, bestückt der Euskirchner Solarspezialist F&S Solarkonzept mit Solarmodulen. Das Besondere dabei, das Projekt wird über eine Stiftung finanziert. Wir sind eine Teilstiftung, aber komplett isoliert, sodass keine Gelder vermengt werden. Die Stiftung wiederum finanziert die Photovoltaikanlagen über Darlehen der öffentlichen Kreissparkasse. Der Ratsbeschluss, die Stiftung Sonne für Birkenfeld zu gründen, wurde erst Mitte März gefasst. Nach der Darlehenszusage der Kreissparkasse und nachdem so manche bürokratische Hürde genommen worden war, konnte der Auftrag für den Bau der Photovoltaikanlagen dann Ende März erteilt werden. Gerade einmal 60 Stunden nach der Auftragsvergabe wurden die ersten Dächer von F&S begutachtet. Aktuell ist es so, dass wir ca. 50% der Dächer in der Bearbeitung haben. Da liegen wir zeitlich auch absolut im Rahmen. Haben im Generatorbereich, sprich Modulfläche auf dem Dach, ca. 35% schon erreicht. Wir haben hier mit dem Projekt natürlich eine sportliche Voraussetzung, dass innerhalb von 8 Wochen ein Großprojekt von 1,5 MW viele Dächer, 74 Einzeldächer umgesetzt werden mussten. Und die Herausforderung haben wir angenommen und bis jetzt, Halbstart, haben wir die Hälfte auch geschafft. Wir haben noch gute 4 Wochen bis zum 30.06. In der guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde werden wir das Projekt auch dementsprechend umsetzen. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir natürlich auch hier vor Ort regionale Handwerker mitnehmen. Wir haben hier Partner vor Ort, die wir mit unserem Programm schulen, die wir natürlich auch gerade hier für dieses Projekt nutzen, um die mit in dieses Projekt mit einzugliedern und auch diesen Nutzen herauszufinden, langfristig hier vor Ort. Manche politisch Verantwortlichen noch nicht so weit sind. Es wird sehr, sehr viel über alternative Energien, um Lösungen und man wird viel gesprochen, Atomkraft wird abgeschafft. Aber dass man dann aktiv nach vorne geht und versucht, intelligente Lösungen zu finden, das vermisse ich. Also in allen Bereichen, also bis in die Bundespolitik. Auch für die Umwelt lohnt sich das Projekt. Umgerechnet rund 500 Haushalte können künftig mit sauberem Solarstrom versorgt werden. Jährlich spart man dabei etwa 1100 Tonnen Kohlendioxid gegenüber herkömmlicher Energieerzeugung ein. Die fertigen Anlagen sollen eine Gesamtleistung von 1650 Kilowatt Peak liefern. Gut 4,5 Millionen Euro werden investiert, der Reflux soll 7 Millionen Euro betragen. Derzeit dürfte weit und breit kein Gerüst mehr zu haben sein, denn in der Spitze benötigt man für das Birkenfelder Photovoltaikprojekt eine Gerüstfläche von 3500 Quadratmetern. Ich denke, man sollte wirklich diese Idee weitertragen. Dankeschön nochmal.